Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem neuen weiteren Video der Firma Autogesellschaft. Mein Name ist Enrico. Wir haben es 7.23 Uhr und ich bin am Dresdner Flughafen und bin eigentlich schon zu spät, weil mein Flug geht dann gleich. Und zwar fliegen wir heute gemeinsam rüber nach Köln-Bonn. Da haben wir einen Termin, da wurden wir eingeladen zu einem Gespräch. Die Gelegenheit haben wir jetzt, nutze ich aber direkt, weil ich zwischen Hin- und Rückflug eine gewisse Leerlaufzeit habe. Fahre dann gemeinsam mit Harun rüber, der hat sich netterweise bereit erklärt, mich mitzunehmen bzw. mich rüberzufahren zur Halle 77 zu Marco Dinghardt und bekommen dort hoffentlich ein Ersatzteil, was wir dringend suchen für unseren Renault 5 Turbo. Das ist der Tacho, den er noch übrig hat, der bei uns so desaströs im Arsch ist, auf Deutsch gesagt, dass er nicht mehr zu retten ist. Deswegen sitze ich hier gerade auch alleine im Auto, werde sich gerade wundern, was für ein Auto ich hier sitze. Das ist übrigens den Enrico sein neues Kraftfahrzeug. Der Fachmann erkennt es sofort. Der Enrico ist vernünftig geworden, sitzt jetzt in der Mercedes S-Klasse. Und ich muss ehrlich sagen, ganz gerade raus, ne? Wenn du Oberklasse fahren willst, dann geht an S-Klasse nichts vorbei. Oder wenn es dir leisten kannst, Bentley oder Rolls-Royce vielleicht. Alles andere ist gefühlt da irgendwie dagegen ein Kompromiss fürs Geld. Also die S-Klasse, ganz ehrlich, brauchen wir nicht reden, ne? Wenn man sich das mal anguckt, das Ding. Ich habe mir hier ein Modell ausgesucht, wo der Vorbesitzer schon genauso gut war und fähig im Einparken wie ich. So sieht die Hütte aus. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ich bin auf die andere Seite. Ja. Ist eine kurze Version, 350er Diesel mit Allradantrieb und Panodav, Kinesco, Softclose. Alle Assistenzsysteme sind das Thema, also alles, was du brauchst. Wie du schon siehst, hier hat sich der Vorbesitzer die allergrößte Mühe gegeben, die Felgen auch ordentlich glanz zu drehen am Bordstein. Und zwar alle vier. Ja, 360 Grad Parken hat er übrigens auch. Auto kommt übrigens aus Frankreich. Servicehistorie bei Mercedes ist lückenlos hinterlegt. Technischer Zustand ist in Ordnung, bis auf die zerkloppten Felgen und ein paar Kratzer natürlich. Aber Innenraumzustand, das ist mir das Wichtigste, ist super. Ist ein 2019er mit 9G-Tronic und er hat das Sportlenkrad quasi oder Sportpaket auch innen. Das ist mir persönlich wichtig. Panoramadach hat man schon erwähnt. Und vom Fahren her muss ich wirklich sagen, Leute, grandios die Bude. Hinten zwar keine Klima, ist mir aber auch an der Stelle Latte. Ich persönlich wollte keinen langen Radstand, weil ich keinen Bock auf, sowieso schon keinen Bock habe auf Einparken. Und da auch sicherlich nicht der Geschickteste bin. Ja, und Preis-Leistung muss ich ganz, ganz gerade raus sagen. Wenn ich überlege, was der Audi gekostet hat und was das Ding gekostet hat. Und am Ende klar zwar deutlich langsamer ist und nicht so viel Krach macht, aber genauso viel kann, wenn ihr noch mehr. Und hier ist komfortables, safe, easy going Reisen, safety first Reisen auf jeden Fall 1000% gewährt. Kann man nicht anders sagen. Mir ist aufgefallen, dass ich seit über 10 Jahren keine S-Klasse hatte. Privat. Also wird es mal wieder Zeit. Ne? Ich wäre aber langsam alt. Gut, jetzt dackeln wir mal schnell rüber zum Gate, sonst machen die ohne uns los. Auf uns warten werden die nämlich nie. So, Freunde, die Sicherheitskontrolle ging rasch. Dresdner Flughafen ist leider nicht unbedingt der stark am stärksten frequentierte hier im Osten. Da ist der Leipziger deutlich, deutlich weiter vorne, allein schon durch die Luftfracht. Ja, viel los ist hier leider nicht mehr, ne? Seit Corona ist hier echt viel zu Bruch gegangen. Also wenn das hier so weitergeht, habe ich die Befürchtung, dass das hier irgendwann mal zur Viertelmeile-Strecke wird. Ich meine, die Start- und Landebahn ist ziemlich lang. Guck mal, da steht ein Privatjet. Also war auf jeden Fall nicht so günstig. So, Freunde. Der Enrico hat natürlich seine Maske vergessen, der Hibi. Schön dumm. Da habe ich gedacht, na gut, du gehst hier in den Laden und kaufst dir eine. Was haben die natürlich nie? Eine Maske. Tja, und sonst hat hier nichts mehr offen. Das war's dann. Bin ich jetzt zu so einer netten, freundlichen Polizistin gegangen, habe gefragt, ob die nicht irgendwie wissen, wo man hier eine Maske herbekommen kann. Und dann hat sie dann hier das Personal gefragt und die haben mir dann sogar eine Maske geschenkt. Wie nett. Vielen Dank an der Stelle nochmal, sonst hätte ich jetzt hier dumm aus der Welt geklotzt. Jetzt muss ich mal schnell gucken, wo überhaupt der Flieger steht, wo wir hin müssen. Und dann schauen wir mal. Freunde, jetzt erstmal hier diesen scheiß Lappen aus dem Gesicht nehmen. Sind wir angekommen in Köln-Bonn. Das war natürlich wieder typisch, ne? Problem ist gewesen, dass die Kollegen, die mir das Ticket haben gebucht, ich denen gesagt habe, dass ich mit dem Trolley komme. Er hat auch ein Gepäckstück mitgebucht und mittlerweile gibt es aber zwei Gepäckstücke. Es gibt immer das Gepäckstück quasi Laptop-Tasche und dann halt den Trolley. Er hat halt Laptop-Tasche gebucht und da haben die dann eben beim Check-in bzw. beim Boarding gesagt, nö, musst du nochmal nachmünzen, deswegen hat das alles ewig gedauert. Hat mich jetzt nochmal ein Puffi gekostet, der Spaß. Gepäck musste ich jetzt auch noch abgeben, das nervt natürlich richtig.
Ende verliebt war dann, dass du natürlich dann als Letzte, alle sitzen im Flugzeug und warten auf dich und du stehst dann so am Eingang wie so ein Trottel und kommst dann da eingeschnappt, ja, und jeder denkt sich so, wegen dir Spasten, wegen dir Spacko muss man jetzt die ganze Zeit warten. Tja, so ist das dann mit dem Licht. Einmal brennt es und einmal nicht. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir unser scheiß Gepäck kriegen. Ja, sind wir auf dem Weg zum Mietwagen kurz. Jetzt hat mir hier gerade der liebe Björn, der mich abgeholt hat, gerade mitgeteilt, dass heute mit dem Rückflug wahrscheinlich nichts wird, weil hier für Köln-Bonn, die Region Westdeutschland, komplettes Weltuntergangsszenario vorhergesagt wurde. Mit der dringenden Empfehlung bitte, dass sich niemand draußen aufzuhalten, so ungefähr am Nachmittag. Das sieht dann für meinen Heimflug eher schlecht aus. Da muss ich dann irgendwie gucken, dass wir noch einen Mietwagen kriegen. Ne? Das passt schon wieder alles komplett. Ne? Bin ich immer unterwegs, ist schon wieder irgendwas. Erst der Koffer und dann geht der Flug. Ich freue mich riesig. So Leute, Termin beendet. Jetzt holt mich netterweise der Harun ab und bringt mich rüber nach Dortmund. Ich hoffe mal, dass ich den hier irgendwo finde. Mal gucken, mit was für einer Proletenschleuder der heute da ist. Bestimmt wieder der wildeste Schlampenschlepper. Er steht, glaube ich, in Cayenne, aber das ist. Ich habe die Option gezogen, eventuell hier noch einen Golf 3 VR6 abzuholen, aus quasi Familienbesitz aus erster, also theoretisch zweiter, aber praktisch erster Hand drüben in Bochum. Da kann ich aber erst 16 Uhr sein. Jetzt bin ich wirklich hin und her gerissen, was mache ich jetzt? Versuche ich den Flug zu kriegen und fliege heim oder fällt er eh aus oder hole ich noch die Karre? Ich bin jetzt eher bei letzteren. Die Karre noch holen, dann habe ich hier ein bisschen mehr Luft und kann nur noch was essen. Darum geht's eigentlich. Hier, guck mal, der Gubi filmt schon. Harun! Komm! Na, was geht, Kunde? Ich wollte mit dem Bentley abholen, aber... Ja, ich wollte schon sagen, wie sind die los? Das Geld alle? Ja. Alles gut? Ja, alles gut. Und bei dir? Ja. Danke dir, mein Lieber. Oh, hier mit Hund oder was? Nee, ich bin ohne Hund. Viel Spaß im Arsch, der Mikroschalter oder was? Geht schon wieder gut los, hä? Ja, geht super los. Wetter wird okay. Was, okay? Es soll eine übelste Sturmscheiße werden. Ja, dann bleibst du hier bei mir. Ja, nee, das geht nicht. Ich muss zurück zu meiner Familie, weißt du doch. Fahren wir schnell rüber zu Marco Degenhardt, quatschen ein bisschen mit ihm, ja, vielleicht, und versuchen den Tacho-Einheit von dem Renault 5 zu bekommen. Ne? Leute, also bis gleich. Ja, pass auf, es gibt übrigens eine kleine Planänderung. Ich fliege jetzt doch nicht nach Hause. Also zumindest fahre ich heute noch nach Hause, aber mit dem Auto. A, sieht das Wetter echt wild aus, schon dort hinten am Horizont. Und B, schaffen wir das nie im Leben. Also das... Sonst wäre das echt alles viel zu stressig. Ja, da hättest du halt richtig Gas geben müssen. Und hier hinten sind schon richtig, richtig dicke Gewitterwolken, wirklich massiv am Himmel. Also es ist also meiner Meinung nach aktuell 50-50, dass heute Nachmittag der Flug geht überhaupt. Also vielleicht ist es gar nicht so dumm jetzt, den Golf mitzunehmen. Das habe ich jetzt mit dem Kunden noch spontan abgekaspert. Das ist ein Golf 3 VR6. Ich will jetzt noch nicht zu viel davon erzählen, aber es ist ein Familienfahrzeug, was als Neufahrzeug von der Mama mal gekauft wurde. Und seither quasi im Familienbesitz war. Und dann hat es der Sohn, der aber allerdings auch schon über 60 ist, auf sich umschreiben lassen vor ein paar Jahren. Und das Auto war regelmäßig, und das ist das Besondere jetzt an der ganzen Sache, regelmäßig bei VW im Service. Hört sich an wie mein alter T4. Richtig, richtig geil und hat erst 92.000 runter. 92? Hm, 93er Erstzulassung, ist aber ein Automatik, aber dafür drei Türe. Aber ich krieg das Auto trotzdem nicht. Nee, der hast ja gesagt, Automatik kann ich mir nachschieben. Da habe ich dich gefragt, ja, ob du dabei zugucken willst. Da hast du gesagt, ja. Ich führe sie sogar ein. Ach so, ja, er führt ein. Wisst ihr? Und nee, Automatik ist zwar jetzt nicht unbedingt das Nonplusultra, aber wenn du mal so ein Auto bekommst mit so einer Historie, da kannst du da nicht Nein sagen. Weil hier sind auch unsere Autos. Aha. Das hier, aha. Und hier hat alles begonnen. Ach, hier, ja, das kenne ich sogar noch aus alten Fotos. Aus alten Fotos. Aus PS-Profis. Ja, genau. Die waren auch mal hier, ne? Ja. Hier habt ihr angefangen und den Standort habt ihr immer noch. Ja, das hier kam im Nachhinein, 2003 haben wir das gebaut. Das habt ihr gebaut? Ja, ja. Aha. Das gehört also euch, das Gelände auch? Ja, ja. Okay. Ich habe hier ein geiles Auto, ein SL 500. Oh, meine Felgen. Ja, ja, warte, warte. Schenkst du mir den jetzt? Guck mal, hör zu. Ach, und überleg dir genau, was. Nein, 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 auf gar keinen Fall. Ich habe hier 190er, die kommen da drauf. Letztens kommt ein Mann, sagt, was willst du für die Karre haben? Ich sag mal, das Ding ist Müll. Mhm. Er sagt, es ist mir egal, ich nehme das Ding und ich pack die Felgen aus, die Felgen gehören mir.
Ach so. Und ich habe ihm die Felgen nicht verkauft und dann sagte er zu mir, hör mal, eines Nachts komme ich und nimm die Felgen. Weißt du, was so ein Radsatz kostet? 5 Scheine? Mindestens. Wenn die fertig machst, 5 Scheine mindestens. Also ich habe für das Auto damals 9000 Euro bezahlt. Ich krieg den aktuell nicht an. Aber der muss einfach richtig. Das sieht wirklich ein bisschen müde aus. Der Kollege 500 oder was? 500, 326 PS. Aber der ist komplett am Schmelzen. Alter. Der steht seit Jahren, ne? Ach du Scheiße, das Schimmel? Das ist Schimmel, ne? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Ich habe nie in meinem Leben so einen Schimmel gesehen. Das Lenkrad, das läuft, das steht gleich auf und läuft weg. Mach die Tür wieder zu. Schnell, bevor es weg ist. Ja, aber das Auto. Hast du das verkauft jetzt, das Ding, oder was? Das Auto will einer haben. Ohne Felgen aber, ne? Nee, mit Felgen. Nee, wir reden immer ohne Felgen. Mit Felgen. Ja, mit Felgen macht's keinen Sinn. Ja doch, das macht Sinn. Was willst du für die Scheißkarre kommen? Ja, ich kann ich Laber nicht. Geht doch nicht, ich hab einen 190er. Quatsch, kein Zahnlocker, was willst du haben für das Ding? Ich will auf Platz. Ich will die Felge auf den 190er. 190er, 190er, sieht ja bescheuert aus dem 190er. Ah. Das muss bei mir in den Keller, das Zeug. Und vergammelt doch hier bloß. So egal. Gut, ich guck gleich mal, ob ein Felgenschloss drin ist, ich bin heute Abend wieder da. Da, so eine Schrottdinger habe ich auch. Hake, Original, E30 M3. Oh, schön. Originale 190er Evo 2 Felgen. Ja. Mit den. Gehen auch 124er drauf. OZ Futura habe ich da noch einen Satz. Ja, cool. Was für eine Lochpreis? Auch E30. Musst du die verkaufen, die OZ? Die bräuchte ich vielleicht für meinen M5. Du musst dir jetzt vorstellen, ja, du verkaufst ein Auto hier. Ohne Scheiß. Hm? Meine Mama, von oben, eine halbe Stunde vorher, habe ich eine Bestellung aufgegeben. Mama, mach mal bitte Toast. Und meine Mama hat eine glorreiche Idee gehabt. Die hat so ein irgendwas da genommen und hat immer runter. Hat das abgeseilt oder was? Abgeseilt, ja, ja. Ist nicht wahr. Seil, ja, ja. Du musst dir vorstellen, hier Kunden, wir essen Toast von Mama. Das war früher so. Ja, mega, ne? Der Kunde sagt so, haben Sie noch ein Stück? Ich rufe meine Mama, Mama noch ein Stück. Ja? Das hat sich ja der Tobo-Zalo noch eingeladen irgendwie. Der will jetzt hier mit Fressen kommen und mir auf den Sack geben mit irgendeiner Scheiße. Ohne Misskunde. Ich wollte eigentlich. Ich hab damit nichts zu tun. Eigentlich, wir haben es jetzt 14 Uhr, ja, normalerweise wollte ich eigentlich schon auf dem Weg zum Flughafen sein. Jetzt hänge ich hier irgendwie immer noch im Wuppertal rum. Jetzt haben wir aber umdisponiert. Ich habe euch ja von dem Golf 3 gerade schon erzählt, von dem VR. Ich denke, das ist ein cooles Auto, was gut zu uns passt. Ich habe da auch einen Interessenten dafür. Wir haben jetzt Kopfstände gemacht, um irgendwie eine Zulassung zu bekommen, damit wir das Auto nach Hause überführen können. Lasse ich quasi meinen Flug sausen, um A, bei Marco den eigentlich geplanten Tacho abzuholen. Nee, vorher Burger essen. Ja, was merkst du was, warum ich hier nicht wegkomme? Merkst du was? Vorher Burger essen. Aber du hast ja, ja, ich wollte aber eigentlich nur zu McDonald's. Können wir auch. Aus McDonald's ist jetzt JP vor uns geworden. Ich weiß, andere würden sich freuen, irgendwie mal zu JP zu kommen, ne? Aber ich will eigentlich heute Abend. Ja, gut, aber ich verstehe dich doch. Hochschwangere Frau zu Hause, ja. Alles Gute, du hast morgen kleines was Kind. Vor. Ja. Ich habe aber damit nichts zu tun. Ja, ich habe keine Freizeit vor, wir müssen morgen Autos kaufen. Ich habe heute meinen Tag für dich vernichtet. Ja, danke, mein Lieber. Ja, weißt du, sehr zu schätzen, alles gut. Dass wir jetzt hier beim Zalo in Wuppertal landen, ich weiß, ohne irgendwie habe ich das schon geahnt. Ohne Scheiß, es war nicht geplant. Ja. Das ist alles, was jetzt hier gerade abgeht, ist komplett lost gerade und auf Zuruf. Das lag auch nicht in meiner Vorstellung, das kann ich dir 100% bestätigen. Ja, und ich kann nur zu Gott beten, wirklich, kein Scheiß, dass der Golf in einem ordentlichen Zustand ist, dass das Ding passt, dass das keine Wanze ist, was ich jetzt nicht vermute. Mein Bauchgefühl hoffentlich täuscht mich nicht von den Erzählungen und von den Unterlagen, dass das Ding wirklich passt, weil das Auto ist ja nun 23 Jahre alt. Das kann auch eine komplett verfaulte Gammelbude sein mit einer gelenkten Kette. Ja, ist ein älterer Herr auch, ne? Also ist jetzt nicht gerade 30 oder sowas. Und dann habe ich noch irgendwie. Du weißt nicht mehr, was du redest. Ja. Der regt dich so auf, der Turbo-Banko. Ja, ist geil. Vor allem haben wir jetzt übelst Zeit vertrödelt, hier um die Pfeife, Turbo-Zalo, in Wuppertal abzuholen, weil der zu faul ist, der Typ, nach Dortmund zu kommen. Wo ist denn denn sein Ascheplatz? So, da sind wir endlich da, Alter. Ich habe schon gedacht, wir kommen niemals an. Guck mal, Kundschaft beim Zalo. Guck mal, da steht der Mülleimer. Na, du Kunde? So, Enrico. Was ist los? Jetzt bist du mal hier auf dem richtigen Kiesplatz. Auf dem richtigen Autohändlerplatz hier, du. Dass wir uns so schnell wiedersehen, hatte ich auch nie gehofft. Nee, Junge. Was machst du hier in Wuppertal? Jetzt verfolgt der mich hier schon ein bisschen nach Wuppertal. Hast du einen Dachschaden oder was? Ja. Was komplett, willst du hier? Ja, ja, ich hatte Sehnsucht. Ja, das ist ASG Remscheid, nur ein klein. Komm, Enrico, ich mach den Paketpreis hier. Nee, kannst komm, lass mich bloß in Ruhe. Kannst du 40 Tonner vorbeischicken? 40 Tonner für den Buntmetall? Jetzt abholen oder was, Alter? Ey, ihr seid so abgehoben, ne? Ihr beiden Lutscher, ihr seid so abgehoben. Ey, der Typ hat so einen Hunger. Ihr habt ich hab Hunger, Alter, ja. Ich bin übelst genervt, ich will was essen. Und du laberst mich hier voll, dass ich die Scheiße hier kaufen soll. Bist du da ganz sauber oder was? Jetzt bin ich hier gelandet, Kunde. In deinem Hexenhäuschen. Ja, das so schnell geht. Du hast einen R32, kommt auch voll auf Proll mit dem BMW zum Wörthersee oder was?
Komm, pass auf. Das ist dein Ernst, ja? R32 kannst du einpacken. A1, ja, 60 gelaufen. Hyundai i10, volle Hütte, 20 gelaufen. Mhm. Mazda 2, 17 gelaufen. Erstzulassung interessiert den nicht, der sagt nur Kilometer. Ja, man sieht doch anhand der Modelle, was für ein Baujahr das ist. Oder ja, bist du nicht vom Fach, Junge, Lutscher. Also ich muss dich das Baujahr erklären. Also, der Kollege hier wurde von 2009 bis 2014 so gebaut. Falsch, Scheinwerfer erkennst du hinten. Ist ein Facelift. Danke. Da. Endlich! Ja! Ein Autohändler, der endlich mal ein bisschen Plan hat. Hau mal hier drei Preise raus. Mal gucken, ob wir klarkommen würden. Oh, komm, ciao. Sag mir einen Paketpreis, komm. Der Harun kann dir, ich kann Kopf rechnen. Da rechnet ihr das bestimmt gerne aus. Machst du jetzt Hypnose mit den Kisten oder was? Ja, wollte ich gerade sagen. 32. Was? 32. Wofür jetzt? Mit dem Golf? Nee, hier die drei. Das Engine Auto, was interessant ist, der Golf da drüben, glaube ich. Kennt ihr das? Vollausstattung bis auf aber. Genau so. Typische Autoverkäufer. Nee, jetzt mal ernsthaft. 32 hast du jetzt gesagt, ne? Genau, ich habe dir den für 14 gemacht. Aha. Den für... Was ist das, ein Benziner? Ja, Automatik. 1,5. Wie viel hat der runter? 60. Arschgrill? Ja. Mhm. Aber keine Taschenlampe vorne, ne? Und weiß, ne? Ne, keine Taschenlampe, aber weiß. Der ist, hat Taschenlampe. Du weißt die Frau. Achso, Taschenlampe, ja, genau, kein Xenon, ja. Ja, du ja weißt, die Frauen stehen da drauf, ne? Auch weiße Audi. Pass auf, es gibt ein Problem in der Auto. Ja. Der empfehlen zwei Türen. Der hat sogar PDC. Der ist super, aber dem empfehlen trotzdem zwei Türen. Den Frauen ist das doch egal. Ja, komplett. Das ist denen komplett egal, wenn die hier ihre kleinen Kinder hinten reinfärschen müssen. Das ist denen komplett egal. Das machst du genau dreimal, dann hast du die Schnauze voll. Salut, ganz gut loben. Du, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das passt. Und die Flinte hier, sowas habe ich noch nie gehabt. Hyundai i10, Alter. Das ist ein i10 mit, kannst du sagen, fast volle Hütte. Der hat, Alter, der hat Lenkradheizung. Enrico! Ja? Jetzt lachst du nicht mehr. Ich helfe dir, wir haben das, okay? Ey, jetzt lachst du nicht mehr, der hat Lenkradheizung. Ja, cool. Klimaautomatik auch, oder was? Der hat Sitzheizung, der hat Klima, richtig, Klimaautomatik. Ja. Der hat Tempomat, der hat Multifunktionslenkrad. Was soll die Wahnsinn kosten? Fünf Türer, Passion, ne? Ja. Tu dich nicht mehr, Freund. Ja, wow. Passion. Das hört mich jetzt richtig Das ist genauso wie eine Passion zwischen uns beiden, die Bindung. Ja, ja, genau. Hört ihr die Verkäufersprüche? Dann denkt ihr noch, wenn ich schlimm bin, dann ist der hier viel, viel schlimmer. PDC, ja, alles. Schön. Kannst du so mitnehmen, mein Lieber. Ja. Machst das Geschäft seines Lebens. Das Ding verkaufst du. Und hast du voll gelabert. Das ist wie im Ballermann am Strand. Wirklich, ohne Scheiß. Das war jetzt nur aus Gag, weil die Autos weißt du selber, da habe ich keine Probleme, die zu verkaufen. Das sind noch gute Autos. Wo findest du denn noch Autos mit nur 20 gelaufen? So beim Ankauf. Ja, schwierig mittlerweile, ne? Oder? Vor allem was Kleines, Hüpfermäßiges, ne? Ja. Wo findest du sowas? Hm? 60 gelaufen ist auch aber noch ganz schön. Das ist halt so Ware, die geht bei uns nicht so. Kleine ausgehen bei uns noch nie. Ah. Eher so die Limousinen und so. Ja. Wegen Langstrecke Kombi wahrscheinlich. Und ja, so also alles. Ab Port Focus. Da geht's, glaube ich, los. Weil ihr ein bisschen, ihr wohnt halt ein bisschen ländlicher und so. Da braucht Dresden man nicht ist komplett so, Land, ja. Da braucht man ja, nicht so diese Stadtflitzer wie hier. Nee, nee, da brauchst du eher einen Traktor. Ja. Das Problem ist, ich glaube, bei uns hat das einfach den Hintergrund gehabt, das ist zwar schon ziemlich lange her, aber wir hatten ja mal, es gab ja mal 2009 die Abwrackprämie. Und da haben die Leute gekauft, Kleinwagen, wie dumm. Wirklich, ohne Mist. Und da waren sie jetzt alle noch. Ja, gefühlt ja. Also ich weiß auch nicht, die Dinger stehen bei uns auch noch rum. Ja. Kleine Autos, also wenn man mal ein Polo gegen einen Fünftürer, sowas geht immer. Mm. Oder ein A1 Fünftürer, sowas geht auch. Mm. I10 und Co, schwierig. Oh, ist bei euch auch so ruhig geworden, Telefone? Nö. Ja. Nö. Na gut, da ist aber nicht viel im Markt. Mir tot. Was willst du hier verkaufen? Da hast du fünf Autos stehen. Das ist doch aber völlig normal. Was, das wollte ich ja gerade sagen. Was willst du, was erwartest du, wenn du 10 Autos im Bestand hast? Wie oft sollen die Leute wie anrufen? Ich hatte damals mit 10 Autos hatte ich viele Anrufe. Das täuscht. Wirklich? Man erinnert sich, pass auf, du erinnerst dich, kennst du noch deine Ex-Freundin? Was ist denn jetzt los? Ja klar. Was war das Geilste mit der? Das fällt dir bestimmt ein. Du erinnerst dich immer nur an die schönen Sachen. Ja, ja, sowieso, sag mal das klar. Negative. So ist das. Sauer erinnert man sich schon nur an die immer nur an die positiven Sachen. Hast du recht, ja. Sonst denkst du, oh, letztes Jahr war viel besser. Da habe ich viel mehr Anfrage gehabt, viel mehr alles verkauft. Da ja, war das täuscht das. Ja. Da müsstest du die Leads erfassen, also sprich die Anfragen, die du bekommst, und das dann auswerten. Wolltest du mit dem Flieger heute zurück? Eigentlich ja. Ja, dann nimm doch den mit. Ja, Alter, ich habe jetzt gerade einen Golf 3 VR eingetütet. Also musst du mit dem zurückfahren? Ja. Also machst du es doch, okay? Ja. Also sonst hättest du ja wirklich mit dem zurückfahren können. Falls es nicht klappt, dann war das die Notoption. Weißt du, was das Lustige an der ganzen Geschichte ist? Wir müssen es auch zu dritt kaufen gehen. Jetzt gehst du rein. Los, komm jetzt, wir müssen was essen. So. Nicht traurig sein, Leute. Das Video geht gleich weiter. Nur kurze Werbung in unserer eigenen Sache. Und zwar kaufen wir seit geraumer Zeit eure Autos auf aus der Community. Vielen lieben Dank für die zahlreichen Zusendungen. Wir sind auch schon ganz erfolgreich gewesen. Vom Audi Q8 bis hin zum Skoda Superb. Zum wahnsinnig wunderschönen M3 DKG. Oder zum Passat Allshrek. Meine Fresse, haben wir hier wilde Farben von euch bekommen. Sensationell, traumhaft schön. Die meisten sind auch schon wieder verkauft. Ich bedanke mich nochmal an der Stelle. Und
hoffe und wünsche mir, dass ihr noch weitere Autos uns zusenden könnt, wenn ihr Fahrzeuge zum Verkaufen habt oder jemanden kennt, der eins verkaufen möchte. Dann kann er das hier auf einen relativ entspannten Weg tun. Schickt uns einfach per WhatsApp hier auf diese Nummer. Da antworte ich auch im Regelfall. Also in 90% der Fälle arbeite ich damit. Bekommt ihr von mir relativ zeitnah eine Rückmeldung. Ich brauche von euch einen Kilometerstand, ein Fahrzeug, eine Fahrgestellnummer, ein paar Bilder, kurz ein paar Details zum Fahrzeug und eine Preisvorstellung. Und wir kaufen noch bis 90.000 Kilometer roundabout. Kauf mal auf. Mehr geht leider gewährleistungstechnisch nicht mehr. Habt Verständnis dafür. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich bin jetzt an der Stelle raus. Viel Spaß mit dem Video. Ciao. So, Freunde, es ist 15 Uhr und Enrico hat immer noch nichts gegessen. Dafür haben wir aber den Verrückten hier auf der Rückbank eingesammelt. Ja, die Jungs träumen hier schon vom FKK-Strand. Zalo will unbedingt mal FKK gehen. Nee. Aber ganz ehrlich, keine Scheiß, no joke. Es ist eigentlich ganz geil ohne Badehose. Ich muss keine anderen Lümmel sehen. Die anderen müssen meinen kleinen Lümmel nicht sehen. Ja, so. Ja, ich habe auch keinen Bock, andere Schwänze anzuklotzen. Also ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ist auch nicht meine Welt. Ja, und ich gehe auch so nie gerne in die Sauna oder sowas. Gar keinen Bock. Wenn jetzt einer kommt mit so einem Rüssel, kriegst du auch schlecht Laune. Kann ich dir eine Story erzählen? Da waren wir mal segeln so mit ein paar Jungs. Kein Scheiß. Und wir sind schnorcheln gegangen. Da habe ich zum ersten Mal in meinem fucking Leben eine Feuerqualle abgeschmeckt. Hier am Hals, am Nacken. Also ich habe gedacht, du weißt ja gar nicht, was los ist. Das Krasseste ist, du weißt ja nicht, was los war. Du schnorchelst so an so einem Felsen lang und bist so, weiß nicht, vielleicht 20, 25 Meter vom Boot entfernt. Es ist wie, als würde ich was packen. Wie, wirklich, als würdest du dir... Das trifft es eigentlich ganz gut, als würdest du dir dich verbrühen, als würdest du dir kochend heißes Wasser über den Latz kippen. So fühlt sich das an. Und dann habe ich so gedacht, scheiße, irgendwas krass tut jetzt richtig weh. Von jetzt auf gleich. Obwohl du nichts gesehen hast. Dann dachtest du vielleicht Muskel oder so, ne? Nee, keine Ahnung. Ich wusste, irgendwas ist passiert, aber ich wusste nie was. Also wenn du jetzt durchdrehst, läufst du ja ab. Und dann habe ich mich versucht, runterzukommen. Habe gedacht, alles klar, Enrico, du schwimmst jetzt egal wie. Einfach darüber. Und dann steigst du aus aufs Boot und guckst einfach, was los ist. Und dann bin ich raus und dann kam damals ein Kumpel, der ist so Hobbytaucher, kam dann auch raus. Und ich sag, Alter, hier übelst krass, mir tut alles weh, es brennt übelst krass, was ist passiert? Und dann guckst du, Feuerqualle. Mhm. Ich wusste ja gar nicht, was ist eine Feuerqualle? Ich hab gedacht, ich muss sterben. Wie lange hast du Spaß daran gehabt? Ein paar Stunden. Echt? Tut ein paar Stunden weh. Wir haben natürlich, dumm wie ich war, haben wir das nicht mit Meerwasser abgewaschen, sondern mit Süßwasser. Da macht das noch schlimmer. Da wird das noch schlimmer. Kein Scheiß. Frage nicht. Und dann hat das einigermaßen beruhigt und ich stehe so oben an Deck und der Kumpel zieht sich so die Badehose aus und dreht sich so zu mir und labert irgendwas. Und ich gucke so runter in seine Richtung und habe gar nicht gewusst, dass er sich ausgezogen hat. Guck so rüber, guck den an, guck zwischen den seine Beine und denke, Alter, was ist das? Eine Feuerqualle. Ja, ich geh's. Gut, das haben wir genug gespalten, aber das sind so die kleinen Enrico-Geschichten. Den Schwanz habe ich mein Leben. Ich habe mir noch nie einen Schwanz gemerkt, aber den habe ich mir gemerkt. Ja, wohl genährt und gestärkt. Geht's Alter, weiter jetzt? Schnauze, Lucha. Ach, halt mal die Fresse jetzt da hinten, Alter. Nein, pass auf, damit der Zuschauer dann auch versteht, der Enrico und ich. Wir haben uns richtig gern auf einer zwischenmenschlichen Ebene, die keiner so, versteht. Die so nicht normal existiert. Das ist nicht böse gemeint, ja. Das ist Liebkosen. Nennt man ja, das. Alles gut, wir löffeln uns richtig auf die härteste Art und Weise rüber voll. Aber wir kennen auch eine Grenze. Ich weiß nicht, was bei euch Grenze ist, ganz ehrlich. Was hier im Haus passiert, Leute, das wollt ihr nicht sehen. Ja, wir verstehen uns ganz gut, würde ich sagen. Das klappt schon, ja? Kann mit dem Zalo aber auch ernste Themen besprechen, das geht schon. Richtig. No joke, Kunde, no joke. Ja. For real ist mein Name. For real, Kunde. Ja, jetzt fahren wir rüber zur Halle 77, natürlich leicht verspätet. Ich hoffe, der Marco ist vielleicht noch da. Mal sehen. Ich habe gerade eine Mail bekommen. Ihr Flug, EW, bla bla bla, mit Eurowings wurde annulliert. Bitte buchen Sie um. Du hast es gerochen. Alter, ich hab's heute früh beim Morgenschiss hab ich's gemerkt. Ich sehe schon, dass Enrico heute bei mir auf dem Couch bin. Ich komme ja weniger. Nein. Nee. So gut, wir melden uns da, wenn wir beim Marco sind. Ja, angekommen bei Marco, ist echt beeindruckend hier, du. Cool. Muss ich mal so sagen. Schön gemacht, muss man wirklich sagen. Hier, ja, das ist meine Hassliebe da. Renault 5, Junge, Phase 2. Und was er hier so alles Tolles anbietet. Super. Ja, warte, das sind nur Klamotten. Guck dir mal die Autos an. Da geht ja aber richtig das Herz auf. Du bist ja noch ein bisschen von der alten Schule. Ja. Die haben mich auch rund gemacht, warum ich den Scirocco nicht erkannt habe. Alter, so, ja, da habe ich auch. Ja, ich bin 91er. Das Fahrzeug wurde bis 91 gebaut. Ja, passt doch. Was soll ich machen? Ich habe das Auto nicht erlebt. Ich habe es nicht mal auf der Straße gesehen. Ich bin ganz ehrlich. Stehen sogar. Ja, ich aber nicht. Ich aber nicht. Ich habe das Auto nicht auf der Straße gesehen. Ich habe nie eine Bindung zu dem Auto gehabt. So, ich kenne das Auto nicht. Ich bin ehrlich. Was soll ich irgendeinen Murks erzählen in dem Video? So gut. So, und deswegen, wenigstens gerade raus. Und deswegen, du bist ja ein bisschen älteren Baujahrs. Vielen Dank nochmal für die Blumen. No front. Und deswegen kommst du ja auf deine Kosten. Ja, geil. Boah, hier! Hier geht's doch schon komplett ab, Kunde. Da geht's doch schon los. Hier.
Und hier hast du nur eine Felge angeguckt. Guck mal hier, das geht. Hier stehen ein paar Schätzchen drüber für ein paar Autos. Was ist los? Rigo geht hier Urio, ne? Alter, die Netflix. Ich raste aus. Die haben richtige Cornflakes. Richtig krass. Und die, Alter, passen die Diddelmäuse echt gut dazu, ne? Komplett geil. Wo siehst du sowas mal, ey? Guck mal hier, wenn du einmal Licht dran hältst hier, da siehst du erstmal, was los ist, ne? Guck mal. Alter, das kriegst du nie wieder lackiert, ne? Wahnsinn, was hier alles an Felgen an Erinnerung steht, mein Paradies hier, ne? Richtig gut, jetzt geht's richtig ab mit dem Wetter, ne? Guck mal hier. Das ist doch so geil, oder? Das ist doch so bildschön, das Ding. Wunderschön. Ja, ne? Muss ich euch mal zeigen hier. Und das kann man, das, was ich krass finde, ist, er lässt das die Leute einfach angucken. Wisst ihr, wen? Die können hier einfach reinkommen und gucken. Ja. Finde ich krass. Das ist natürlich genau mein Ding da, ne? Hier, hinter dir. Warte mal. Wo? Oh, das ist natürlich hier. Alter. Da holst du mich wieder rein. Den hat er gekauft, der hat hinten hat er zwei Motorradmotoren, rechts und links, die jeweils ein Rad antreiben. Ist ja krass. Ja. Das ist krass. Weißt du, was das kostet? Oh, 20, 30, denke ich. Und dafür kann man es machen. Oder? Ja, du kannst zwar nie fahren, was aber. Das Problem ist, das kriegt man wohl zu, was irgendwie, ne? Ich glaube nicht, dass du damit auf aber er hat Radabdeckung, er hat Blinker. Ja, alles schön und gut, aber weißt du, was er nicht hat? Dann Bremslichter, was denn? Rate mal, was er nicht hat. Rückwärtsgang. Ach, die brauchst du, ne? Fahr da mit meinem Straßenverkehr dann, ne? Das kriegst du keine Zulassung. Jeder hat keinen Rückwärtsgang. Aber, was mir schon mal gut gefällt, ist Kandidat Nummer 1, Kandidat Nummer 2. Und hier noch eine. Auch mega hier, ne? Guck doch mal. Vor allem die Zustände sind echt gut, ne? Mhm. Übertrieben. Auch wunderschön. Ja, Kubik PT. Ah, hier ist eine Ballerbude hier, ne? Das ist hier mit Weber-Vergaser, ne? Ja. Wahrscheinlich 45er. Aber ich brauche alles Mögliche. Die Farbe, Alter. Oh, hier ein Kübel darf natürlich auch nicht fehlen, ne? Ach, der ist sogar zum Verkauf. Ein Zehner. Was haben die für einen Motor? Das ist aber fair, ein Käfermotor. Aber der hier das nicht, was? Der hat 170 PS. Das ist kein Käfermotor. Ein Zehner? Das ist kein Käfermotor. Alter, was ist das denn? Na eben, das Porsche-Motor wahrscheinlich. Nee, das ist was Modernes. Alter. Alter, was ist das? Ja, die Fresse, was ist das? TÜV. Das ist schon witzig, ne? Aufwendiger Umbau. Siehe Video Abgaslager Einzelanfertigung. Das ist richtig verrückt. Weißt du, was ich krass finde hier? Ja. Dass er so viele Teile hat. Die ganzen Details finde ich krass. Einfach. Ja. Ist cool. Lenkrad hat auch gesammelt. Also die bekommt ihr ja auch teilweise vom Zuschauer geschickt. Ja, cool. Das ist halt das Geile. Hallo, was ist das für ein Auto hier? Ja, mittlerweile, wie ich begriffen habe, ein Scirocco. Das Einzige, was ich mal kenne, direkt auf einen Blick, ist 24 Turbo. Ja, ja, das ist auch geil, ne? Aber hier... War das nicht der hier? Ach, der ist doch mit Automatikumbau. Was? Der hat DSG drin. Ja. Wirklich? Oder? Doch, der hat DSG-Kurschatten. Alter, ne? Der DSG-Umbau. Ist das irre. Aber weißt du, was auch richtig schabert? Guck mal hier in die Ecke. Aber es gefällt mir komplett, die Farbkombination komplett. Biene Meier. Feier ich richtig. Würdest du was kaufen hier? Ja. Hier, die Scirocco meine ich. Ja, warum nicht? Interessiert dich sowas? Finde ich geil. Ja, aber würdest du. Also so wie hier steht auf jeden Fall. Und das denkst du was? Warum nicht? Ja? Ja, wieso? Also fragen wir gleich Marco nach. Fragen wir gleich nach. Ja, mega. Das machen wir. Finde ich spannend halt. Mal gucken, wann er kommt. Auch hier G40 Polo, ne? Sehr schönes Auto. Das war auch früher so das Highlight, ne? Ach, schöner originaler Zustand hier. Toll. Also wir haben jetzt gerade bestimmt schon stundenlang gequatscht, oder? 2 Stunden jetzt, glaube ich. Echt? Schon zu spät? Wir müssen noch weiter, ne? Also, du ja auch. Wir machen jetzt aber Feierabend. Wir hatten auf jeden Fall interessante Schnittstellen, was über 20 Jahre lang Autohandel mit sich bringt, ne? Also, es ist verrückt. Auf jeden Fall. Ich möchte mit dir nicht mehr tauschen, sage ich dir ganz ehrlich. Mhm. Ich bin froh, dass wir im Museum haben, dass wir uns das anschauen und ich gucken kann,
passt der Besitzer zum Auto, hat er Verständnis für einen Oldtimer, weiß er, dass der sich mit einem Werkzeugkasten und einer Latzhose im Kofferraum legen muss, weil er da eh dran schrauben muss. Ja. Hat er das nicht und sagt, ja du bist der Händler, gesetzliche Gewährleistung, ist bei mir eigentlich schon, wo ich sage, Feierabend. Das war's. Ja. Da kaufst du diesen Oldtimer nicht. Und ist obwohl du da schon so rigoros bist, dass du trotzdem noch ein Story, die du ja gar nicht auspackst. Du bist aber hier, weil du eine Renault 5, glaube ich, aufbaust. Ne? Ja, wir haben den und Fehler gemacht, brauchst... um das Ding anzufassen. ich habe rausgelernt, bevor es mal fertig ist. Tacho-Einheit, sagst du. Ja. Wie du siehst, haben wir so einige Tacho-Einheiten, aber ich weiß, wo diese ist. Das ist Renault GT Turbo. Leider, oder vielleicht auch nicht, leider mit weißen Zifferblättern und die Ecke. Aber das kannst du zum Beispiel umbauen, wenn du das Teil hast. Haben wir. Aber das Teil funktioniert alles perfekt. Geil, weil bei uns kriegen kein Tacho-Signal mehr rein. Es geht einfach nicht. Wir haben jetzt alles Mögliche schon wieder einigermaßen in den Griff bekommen. Dass die Lämpchen wieder blinken hier links, rechts, dass das alles wieder funktioniert. Ich glaube, die Ladedruckanzeige, das war das Einzige, was die ganze Zeit ging. Alles andere war komplett Feierabend. Hier geht soweit alles. Das sieht aber noch gut aus. Hinten hast du eine kleine Bruchstelle, ist aber nicht weiter dramatisch. Und der Tacho, weiß ich, hat anfangs nicht funktioniert und dann kam er sporadisch dazu, wahrscheinlich ihren Wackelmann gehabt. Mhm. Aber ansonsten weiß ich, funktioniert alles. Tanktemperaturanzeigen, Öldruck funktionierte, Ladedruck, Drehzahlmesser, das funktionierte alles. Okay, gut. Kannst du auf jeden Fall was mit anfangen, dass du bei deinem weitermachst. Wie weit ist der? Naja, also wir warten jetzt noch auf die Innenausstattung. Da haben wir was im Frankerspecher, das ist noch nicht da, das Zeug. Willst du nicht noch einen zweiten dazu kaufen? Den hier? Den du da stehen hast? Wo ist er denn jetzt? Der steht in der anderen Halle. Ja, Marco, jetzt hast du mich bei dir Eier, ne? Also die Beklebung gefällt mir komplett, ne? Das sieht wirklich gut aus. Sind die Felgen eingetragen, sag mal? Nein. Okay. Kriegt man da TÜV? Nee, ne? Schleifen tut nichts. Gibt's da ein Papier dafür? Nein. Also ich glaube nicht, die Felge nicht fürs Auto, das kann ich dir nicht sagen. Ansonsten ist das Auto wieder zurück zur Serie gerüstet. Ah, die Innenausstattung ist echt gut, ne? Ja, wir haben aber auch aus zwei Autos eine gemacht. Ja, aber... Alle besseren Verkleidungsteile habe ich hier eingebaut und die kaputten Verkleidungsteile habe ich natürlich weggeschmissen. Weil das alles auseinanderbröselt. Ja, genau. Hutablage fehlt noch, die habe ich auch nicht fürs Auto. Aber ansonsten sieht der eigentlich ganz passabel. Schön, also ganz ohne Scheiße, ja? Doch, euer. Muss wirklich sagen, sieht gut aus. Ich finde, und die Dinger sind ja mittlerweile auch, die werden gehandelt, das von Gut und Böse, ne? Ja. Willst du da? Ja, nehme ich. Ja, kannst du haben. Schickst du nächste Woche irgendwie, übernächste Woche spätestens einen Trailer vorbei, dass wir das Ding einsammeln. Finde ich cool. Muss haben. Fahrwerk nicht eingetragen. Gibt's da was für? Nein. Gut. Auch irgendwas, Federn passen nicht, keine Ahnung. Felgen, die sind eigentlich von dem Golf. Habe ich dann hier drauf geschraubt, habe flache Reifen aufgemacht, die auch darauf zugelassen sind. Aha, also das würde passen theoretisch. Ja, genau. Radrollumfang passt. Ja? Okay. Das ist eine GFK-Stoßstange, also ist keine originale, aber sie ist optisch da. Ja, passt doch. Und ich kann dir sagen, das hat unsere Werkstatt, also dieses Auto, sag ich auch ganz ehrlich, wir sprechen ja offen über Zahlen, ich weiß ja nicht, ob du es zeigst. Ich verdiene da echt bei der Karre jetzt nichts mehr. Aber ich weiß, wenn du mich anrufst und sagst, der verliert Öl, da ist irgendwas abgefallen. Ich ruf dich nicht an. Danke, schön, dass du mich daran informiert hast. Weißt du, was aber ich ruf dich deswegen nicht an. Bei dem Preis mache ich gar nichts. Dann rufe ich an, Marco, ich habe das Ding super verkauft. Ja, oder so. Im Zweifel. Mach, was du willst. Und der Kunde zieht mir gerade die Nerven. Da könnt ihr jetzt sagen, was ihr wollt, ne? No joke, aber das Ding sieht geil aus. Hör mal, aber for real, ne? For real. Ich hab jetzt einen gut hier bei mir, weil du mir gerade ein Auto vor der Nase weggekauft hast. Jetzt hallo. Ja. Jetzt hört's aber auf. Was rufen die vor 12? Also ich rutsche wieder. Das wäre... Ich krieg nochmal 300 Provision. Aber jetzt ohne Scheiß, das Auto hat mich echt angelacht. Hättest du ihn nicht gekauft, hätte ich ihn auch gekauft. Wir haben nämlich auch das Problem. Wir haben nämlich in unseren auch irgendwelche Federn drin gehabt. Da war irgendeine Scheiße von irgendeinem Renault 19. Ich glaube, hier sind Renault-Federn, aber der Dämpfer war irgendwie nicht kurz genug. Da haben wir irgendwas am Federbein umgebaut, das hat Mike Harder noch gemacht, weiß ich. Also das Auto fährt so, wie das fährt. Da wird nichts heiß. Aber kriegt man das denn eingetragen hier mit Fahrwerk und Felgen? Es kommt also drauf an, wenn es nicht läuft, dann sagt vielleicht keiner was. Sag ich dir ganz ehrlich. Also wenn du einen guten TÜV-Prüfer hast... Ich habe mich noch nicht mit beschäftigt. Also du hast einfach die Felgen draufgepackt? Weil es mir überhaupt nicht gefallen hat. Ja. Aber ich mache fast bei jedem Auto... Das sind aber Nachbauten Renaults, ne? Das sind originale Renaults. Das sind originale? Das sind originale Renaults. Das sind die Renault-Felgen von dem Golf. Und die müssen ja schon mindestens 20 Jahre alt sein. Okay. Was sind die Felgen wert, Rico? Für den Zustand mindestens 2,5 Minimum. Krass. Das sind auf jeden Fall... Also ich habe da nicht Renault aufgemacht. Aber das sind 16 Zoll, ne? Nee, 15. Ja, die gab es auch in 14 Zoll, in klein.
Ja, aber ich glaube, dass du vertust dich, glaube ich, gerade so die Felge. Ich weiß, es gibt den ja ohne Schriftzug. Ja. Das sind die ganz alten. Dann gab es die mit Schriftzug. Ja. Und jetzt gibt es Neuauflagen von Ronaldo. Ja, die gibt es billiger. Die gibt es günstiger, aber das sind nicht die. Also die Felgen sind vom Golf. Und der Golf, weiß ich, stand mindestens 15 Jahre in einer Garage. Also von daher können die Felgen maximal... Also müssen die 15 Jahre... Was würdest du denn da schätzen von den Felgen? Also ich würde sagen, 2,5. Komplett Aufgabe. Also ich hätte jetzt viel, viel weniger gesagt. Also die Ronald Turbo habe ich jetzt schon öfter mal gesehen. Du vertrüst dich, glaube ich, mit Zender Turbo. Die Original. Ich glaube, die habe ich aber auch noch. Ja, das wäre für den TÜV zumindest geil. Würdest du mir die mit beigeben? Finger genommen, ganze Hand ab. Ja. Also fahren wir nicht mehr zum Golf 3. Doch? Auch noch, okay. Ich habe gedacht, du fährst jetzt in der Karre nach Dresden. Das hätte ich gefühlt. Ah, ihr wollt nach Hause, ne? Ach Quatsch. Ja, alles gut. Komm, das war noch V6. Ja, komm, dann machen wir jetzt einen Sack zu. Ja, freut mich, Unverhofft kommt oft, da habe ich einen... Das ist schon wieder, Nase weggekauft. Ah, das ist aber schon wieder typisch, ich wollte eigentlich nur einen Tacho einhalten, aber jetzt habe ich schon wieder so einen Renault an der Backe. Ja. Die musst du auch noch kaufen. Ah ja, stimmt. Ha, da haben wir noch keinen Preis, jetzt wird er teuer. Jetzt wird er mich ausziehen. Das kann ich auch ins Auto reintun. Der wird doch mitgeliefert. Den brauche ich aber, den müssen wir morgen einbauen, Keule. Jetzt komme ich mal, das hast du auch, was gibt es denn freiwillig? Also pass auf, wir haben im Netz recherchiert gehabt, da waren wir aber zu langsam, da lagen die bei 300 Euro, die Dinger, no joke. 300 bis 400 Euro und da waren sie weg. Was? Aber ging, zack. Was gibst du mir? Was willst du haben? 2,50? Ja, ist okay. Habe ich mir gedacht. Sag mal, Marco. Handel unter Gewerbetreibenden. Ja. Ich weiß, dass der junge Mann einen YouTube-Kanal hat und dass er ein Gewerbe hat. Handel unter Gewerbetreibenden, da gibt es keine Gewährleistung, keine Garantien. Gekauft wie gesehen. Ich hoffe, du schaffst es damit. Was ist, wenn ich sage, dass ich 4 Dioptrien habe und fast nichts sehe? Dann nimmst du jetzt mal. Dann hast du draußen den Lada Simca gekauft. Der ist nämlich auch so ähnlich beklebt. Den gab's denn dazu, oder nicht? Weil du bist ja auch taub gleichzeitig. Ja, das ist auch noch dazu. Und ein bisschen dämlich. Nee, aber alles gut. Freut mich. Schön. Perfekt. Ja, freut mich auch. Ja. Mal gucken, was mit dem Auto, wo ich ihn wiedersehe. Den? Ja. Erstmal auf YouTube wahrscheinlich. Habe ich ihn auch schon mal irgendwo gesehen. Vielleicht mache ich noch ein schnelles Video damit, weil die Leute wollen nämlich noch wissen. Die wissen noch gar nicht, was der an Leistung hat. Das habe ich noch nie gezeigt. Ja, das kannst du ruhig noch machen. Ja, ich guck mal, lass mal was anfangen. Man kann sagen, du hast schon den Dummen gefunden, der es gekauft hat. So, wir machen jetzt, wir hauen jetzt rein, sonst schweifen wir wieder komplett ab. Sag mal schön tschüss. Vielen Dank, Unverhofft kommt doch oft. Vielen Dank an Margo, vielen Dank an Harun und Zalo, dass sie mich heute begleitet haben, die Jungs. Oh, scheiße, hab ich verkackt. Hast du dich aufgenommen? Nee. Wieder die ganzen Gespräche weg.